Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer des Crashkurs. Das perfekte Urlaubsfoto mit den beiden, der Rahel und dem Arthur. Gibt eine kleine Änderung heute im Plan. Und zwar, wir haben eine super coole Sache für euch. Und zwar Schnorcheln mit Rochen, mit Stachelrochen. Ja, ja. In der Karibik. Gespannt. Ja. Und ihr sollt dabei auch Fotos machen. Wir laufen gerade auf Antigua zu und der Punkt ist, ich möchte die beiden auf Tauchexkursion schicken mit den Tauchbeuteln. Mhm. Und die eigentliche Folge, die eigentliche Fotografie danach muss in der Stadt stattfinden. Ja, das heißt also, wir lassen heute mal so ein bisschen diesen ersten Part raus. Ich schicke euch los, ihr sollt es ausprobieren, machen, umsetzen. Wir gucken uns dann die Fotos an und dann geht eigentlich sozusagen die Folge los. Okay. Für das Tauchen, gibt es noch irgendwelche Fragen? Irgendwas, was euch brennt auf der Seele mit euren beiden Beuteln? Ich versuche es dann nochmal richtig. Du bitte mal Fotos machen, ja? Ja, jetzt nehmen wir die Beutel wieder. Ja. Hast du so ein bisschen? Ja, schauen wir mal. Da passiert nichts. Also, mein letztes Mal hat man ja gesehen, ich bin nicht ganz ins Wasser reingefallen. Du darfst dich wirklich trauen. Also wir werden mitgehen, wir werden dich ja auch mit den gleichen Beuteln filmen. Ich glaube, der Arsch traut dem Ganzen noch nicht so, aber es funktioniert. Hat also, ja auch schon funktioniert von daher. Das Einzige, was mir Sorgen machen würde, wären die Winde, die heute existieren sollen vor Antigua. Das ist der Punkt, was wir auch wahrscheinlich die Drohne nicht steigen lassen können, weil es so starke Winde gibt. Mhm. Und die könnten dann den Boden aufwühlen. Ach, das ist so ein bisschen. Und dann ist es nicht mehr so richtig klar, das Wasser. Mhm. Okay. Also das sieht immer noch so türkisblau aus, aber es ist nicht mehr die gleiche Klarheit wie zum Beispiel in Leitungswasser, was es ja theoretisch auch in der Karibik manchmal gibt. Ne? Ja. Ja, ja. Aber da könnt ihr nichts machen, also probiert euer Bestes, macht Fotos und wir gucken uns einfach mal jetzt das Schnorcheln mit Rochen an, dann die Ergebnisse und dann sehen wir uns wieder, wenn wir das Ganze dann anfangen können mit der regulären Folge. Ja, genau. Echt beeindruckend, die Fotos, die jetzt entstanden sind beim Tauchen oder Schnorcheln mit den Rochen. Was ist da noch passiert? Da ist noch eine Sache passiert, die das ist bestimmt interessant für unsere Zuschauer. Mhm. Du hast irgendwann gesagt, Martin, werf mal die GoPro rein. Du hast unsere Film-GoPro sozusagen haben wollen zum Filmen und Fotografieren unter Wasser. Warum? Ja, es ist einfach nur was Vertrautes. Es ist ein vertrautes Gefühl mit der GoPro, weil wir privat auch selber GoPro nutzen, viel, wenn wir irgendwie unterwegs sind. Und klar, mit der Kamera, es ist halt nicht so handlich. Und es ist ein großes Paket und wir sind auch noch nicht so vertraut damit. Und für mich war einfach in dem Moment viele Rochen. Ich möchte einfach nur ein möglichst gutes Bild einfangen. Deswegen, ich gebe mir einfach die vertraute GoPro zurück, damit ich das irgendwie alles besser halten kann. Okay, ja. Okay. Was man aber nicht vergessen darf, ist natürlich, dass der Kaufpreis der GoPro, und in dem Fall war es eine GoPro Hero 5 Black, sonst was, bei fast 500 Euro liegt. Das ist so viel wie deine Kamera samt Objektiv. Mhm. Und selbst solche kleinen Zusatzsachen bei GoPro sind ja schweineteuer. Ja. Also so ein Beutel ist dann für deine teuer. Kamera fast wie irgendwie so ein schwimmender Griff für die GoPro oder ein Selfie-Stick. Die GoPro ist natürlich für sowas Action und Wasser optimiert. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich sehr viel einschränkender. Man könnte keine richtig schönen Porträts mit der GoPro machen. Nein, das haben wir oft genug probiert. Ja. Das geht wirklich nicht. Also von daher muss man sagen, ja, unter Wasser könnte die GoPro oder ist die GoPro vielleicht sogar die bessere Filmkamera. Einfach draufdrücken und los geht's. Aber sie ist trotzdem nicht die bessere Fotokamera. Nee. Und für den Preis, Ja. Also
ist halt meine Kamera auch ganz gut mit dem Paket. So. Ich finde interessant, was du im Auto gesagt hast. Und zwar, du hast ja im Auto auf der Rückfahrt die Bilder angeguckt. Genau. Und dann hast du die Bilder angeguckt und hast zu ihr gesagt, alter Falter, da sind ja mehr gut, als ich gedacht hätte. Ja, tatsächlich. Es liegt halt an dieser Hülle und dadurch, dass man irgendwie Wasser und überall Sand wirbelt auf, ich sehe nichts. Genau, auch wenn man dann irgendwie draußen ist, man hat immer noch diese Folie, also diese Hülle drumherum, ja. Man sieht immer noch nichts. Ja. Erst als man wirklich die Kamera auspackt und dann mal durchblättert, dann wundert man sich. Oh doch, das war deutlich ganz so verkehrt, was ich da eben gemacht habe. Ja. Liebe Zuschauer, was die beiden ja gemacht haben, war Folgendes, und zwar der Fokus war auf das gesamte sozusagen Kamerasystem ausgelagert. Die Kamera sollte irgendwohin fokussieren, völlig egal wohin. Und die Belichtung wurde weiterhin von euch unter Wasser mit Plus und Minus so weit wie möglich, genau. Ja. Genau. Also Belichtung haben wir weiterhin reguliert, aber eben den Fokus komplett der Kamera überlassen. Und da sind richtig krasse, richtig verdammt gute Bilder rausgekommen. Vor allem unter dem Aspekt natürlich, dass keiner weiß, nachher, wie viele gelöscht wurden. Also, ja. So, dann wären wir jetzt beim nächsten Part, aber beim eigentlichen Part der heutigen Folge, das heißt der Bildbesprechung. Ihr wart ja danach noch in St. John's. Genau. Also habt eine Städtetour gemacht, Erkundung. Sozusagen. Erkunde trifft es eigentlich gut. Aber ohne Trip, einfach auf eigene Verantwortung. Auf eigene Faust, genau. Einfach mal raus. Ihr habt die beiden Kameras mitgenommen und eure Aufgabe war ja, die Bilder zu komponieren. Mehr zu denken, mehr zu suchen. Erzählt, wie war's? Ja, man hat echt nochmal explizit auf andere Sachen geachtet als vorher. Geguckt, dass man auch ein bestimmtes Motiv hat, irgendwie auf die Linien und die Formen, ne? Ja. Und auf die Anordnung der Elemente, ne? Also ich habe ja jetzt schon ein paar Bilder gesehen, die ihr gemacht habt, und ich muss sagen, Hut ab. Langsam wird es scary, was ihr da produziert. Ja, weil man langsam hat aber auch Zeit ein bisschen, ne? Okay. Ruhe, hast du noch ganz groß in der letzten Folge geschrieben. Ja, okay, das ist gar nicht so unwichtig beim Fotografieren, aber es ist wirklich erstaunlich, was eure Kamera kommt. Ihr wart ja jetzt wirklich vor 20 Minuten noch an Land. Jetzt gerade haben wir Sail Away gehört und die AIDA schippert aufs Meer. Also die Bilder, die können wir uns jetzt mal reinziehen und auch ein paar Szenen von eurem Landausflug. Tilo hat euch begleitet. Sind wirklich erstaunliche Bilder rausgekommen, und zwar einfach aufgrund der Tatsache, dass die beiden sich Ruhe genommen haben und mehr nach Linien geachtet haben. Ich finde, sämtliche Bilder haben unfassbar viel Intensität, weil ihr genau das gemacht habt, was wir jetzt die letzten Tage besprochen habt. Achtet auch bitte, liebe Zuschauer, auf die Tiefen, auf die Linien, auf die Farbkomposition, auf die Staffelung, auf die Asymmetrie, auf den Negativraum. Achtet auf derlei Dinge, und ich muss sagen, haben sie alles vorzüglich gemacht. Wir sehen uns gleich wieder. Wir packen jetzt hier erstmal die Bilder hin, damit wir ein paar davon uns vorgreifen und krallen können und besprechen können. Ihr dürft euch aber erstmal die sehen und die Bilder angucken.
Die Sonne geht verdammt schnell unter in der Karibik. Ja, jetzt müssen wir halt ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, und zwar in puncto Bildbesprechung. Ich habe mir ein paar Bilder rausgesucht. Rahel, das hast du, glaube ich, gemacht, weil hier ist Arthur zu sehen auf der linken Seite. Ja, schätze ich mal, das warst du. 16:9 Format. Bist jetzt wahrscheinlich zufällig drauf gekommen, aber wollten wir ja heute erst besprechen. Aber es ist echt ein schönes cinematisches Format. Und dann macht auch irgendwie komischerweise dieses mittige Sinn, weil du rechts und links so ein bisschen das Bild aufbaust. Also hier sind so das Hauptaugenmerk. Mhm. Und dann hast du rechts und links, andersrum jedenfalls, Inhalte. Finde ich sehr schön gemacht. Schwarz-Weiß trifft diese Stimmung total. Mag der eine oder andere sicherlich von unseren Zuschauern jetzt erschrecken und sagen, was ist das jetzt für ein Bild? Negativ oder positiv? Was denkt ihr? Was sage ich dazu? Ich hätte jetzt erst gedacht negativ, weil alles schon so abgeschnitten ist. Ja, ich gucke in der Hinsicht gucke ich auch auf mich und nicht irgendwie auf das Bild und denke, ja, irgendwie. Ich finde es aber unter den Schulterblättern abgeschnitten. Aber die Palmen sind halt so geil und diese Stimmung halt in dem. Es gibt etwas in der Fotografie, das nennt sich Negative Space, also Negativraum. Das heißt so viel wie, dass man Bildern im negativen Sinne sozusagen zu viel Raum lässt, um es mal ganz banal zu formulieren. Mhm. Bedeutet, normalerweise würde man sagen, ey, da ist doch jetzt gerade das Motiv nicht drin, aber das ist ja so ein über die Schulter Blick. Genau. Ich bin so ein bisschen in den Anglizismen drin, also über den Schultern blicke ich hier und dann ist auch so ein bisschen drumherum manchmal gar nicht so ungut. Und das ist ja Karibik, man hat hier dieses blaue Haus, man hat hier ganz viel von diesen Palmen, noch Linien so ein bisschen, die Flüchte gehen auf. Also eigentlich ist es deswegen so spannend, weil es so komisch und so total unnormal geschnitten ist. Ich hätte mich halt gern noch schnell auf den Boden geschmissen, aber das habe ich dann natürlich nicht mehr geschafft. Aber, ja, das hier ist genauso genau, gut. Ach so, ja. Hättest du vielleicht noch warten müssen, bis das Auto nicht genau hinter ihm steht, dann wäre die Straße frei gewesen. Aber diese Sachen hier und diese Palmwedel hier, die sind perfekt der Rahmen, so ein bisschen dieses Beobachten, wenn er gerade da steht. Und das ist Urlaubsfotografie par excellence. Es ist nicht immer nur so in die Kamera gelächelt und hallo Omi, hier sind wir gerade, sondern das ist irgendwie so auf Städtetour. Das hat was, ihr lauft da durch die Stadt und für 10 Jahren werdet ihr das Bild angucken und sagen, ach, weißt du, warte, da sind wir doch durch die Stadt gepilgert. So eine kleine Momentaufnahme. Genau, weil es nicht immer ist, ich stelle mich vor etwas und lasse mich grinsend abfotografieren, sondern das ist wirklich so eine Momentaufnahme. Super toll gemacht. Da gab es Raben? Nein, das waren so kleine Vögel. Das sind gar keine Raben, das sind ganz kleine Vögel. Pechschwarz mit weißen Augen irgendwie Pechschwarz, so, ne? Das sind auf jeden Fall Vögel. Also ich finde es total geil, dass du das genau diesen Moment abgepasst hast. Das ist auch wieder Rahel, schätze ich, wegen 16:9. Ach so. Dass du den Moment abgepasst hast, wo der so ein bisschen in diesem Gelben drin steht. Wahnsinnig gutes Bild. Wahnsinnig gutes Bild. Auch das. Merkst du hier Vordergrund? Es ist irgendwie so ein Baumstamm, den du dir wieder gesucht hast. Ja, so eine Laterne war das. Und der vermittelt am Bild, der stört gar nicht, aber der vermittelt einfach so diese von der anderen Straßenseite dieses Betrachten. Mhm. Schöne Linien, gerade gezogen, kann man nichts sagen. Perfekt gemacht. Super toll, auch hier wieder. Ja. So ein bisschen du siehst, die Tiefe. Wir achten drauf. Ja, perfekt. Ihr baut die Tiefe auf, ihr habt hier die Linien, die schön sauber, akkurat zu so einem Fluchtpunkt hingehen. Also das ist wirklich, wirklich toll gemacht. Schön aufgebaut. Farben sehr drauf geachtet. Noch besser finde ich dieses Schwarz-Weiß. Die Linien hier, gerade Linien da. Perfekt aufgezogen. Es ist alles toll. Alles toll. Ich kann mich gar nicht beschweren. Ich gucke weiter. Mhm. Auch mal was man will ja oftmals nicht so diese anderen Touri-Leute mit fotografieren. Und deswegen ist so ein kleines Momentaufnähmchen. So von der Cola-Dose, wie ihr das hier gemacht habt und dann vor allem auch, was mich hier interessiert und was mich hier wirklich flasht, sind, guckt doch mal die Farbstimmung. Ihr habt hier Rot hier, Rot hier, Rot Coca-Cola, Rot hier, Rot hier, Rot hier, Rot hier. Alles ist ein Farblook. Gesehen durch den Display und geguckt, wie sich das verändert und dann, das war so mega, schön, so eine Spiegelung. Mega genial, super toll gemacht. Also, das Bild habe ich reingemacht. Also das finde ich ja übrigens so ein bisschen komisch, ne? Mhm. Da kommen wir in die Karibik und dann geben sie uns Papageien, die in Volieren eingesperrt sind. Ich verstehe nicht, warum die das nicht checken, dass wir keine eingesperrten Tiere haben. Ich fand's auch schade. Genau. Ich fand's auch schade. Mich hat's nicht gefreut, die Tiere. Klar, ich bin da rumgegangen, hab mir jeden Klick mal angeguckt. Ich hab dir ja gesagt, also liebe Zuschauer, ich hab ihm gesagt, er soll mal kurz das fotografieren. Und ich hab ihm gesagt, er kann diesen Zaun wegmachen, indem er ganz nah mit dem Linsen, mit dem Objektiv an den Zaun rangeht. Du hast hier den Zaun berührt mit der Linse, ne? Ja. Genau. Und plötzlich sieht man was nicht mehr? Wie diese Gitter, ne? Den Zaun. Ja, und das war wirklich ein enges Maschendrahtgitterchen, ne? Ja. Also,
Inhalt kacke, mag ich nicht, aber schön technisch umgesetzt. Ja. Nächstes Bild. Ich finde es einfach toll. Also ich mag jetzt auch dann die Farbspiele, ne? Jetzt achtet ihr auf Farben und das stört mich so ein bisschen, das Weiße hier. Hätte man noch ein bisschen, ja, weil das, wenn es genauso blau gewesen wäre, ich weiß nicht, warum der Himmel, das war wahrscheinlich eine Wolke gerade irgendwie. Nee, es muss eine Wolke, hier muss auch irgendwie eine Wolke gewesen sein. Aber das ist das Einzige, was so ein bisschen mich ablenkt. Jetzt Quadrat, 1:1. Ja, das sind jetzt ein rundes in einem eckigen. Das ist jetzt ein Formkontrast. Und das macht es auch, da sind hier wieder eckige Elemente drin, also ein Fünfeck. Hier sind, also das ist total, das ist deswegen so perfekt, weil hier auch dann Mengen, Kontraste, also super tolles Bild. Richtig schön gesehen. Langsam werde ich jetzt zu Botanikfotografen. Ich gehe direkt weiter. Ich denke schon immer, okay, man reicht zu den Blumen. Wow. Ja, das ist echt schön. Merkt ihr selber, was es bedeutet, wenn so ein Bild irgendwie eine Spannung hat? Ja. Linien führen im Bild, verschiedene Ebenen. Es harmoniert auch irgendwie. Boah, ja, total. Also finde ich astrein. Oh. Wow. Ja, das ist jetzt mal nicht so, es ist nicht so personenbezogen, als wenn man nur ein Porträt machen würde, weil das Porträt, das könnte man überall machen. Das ist so, das gibt's halt hier nur in der Karibik irgendwo, diese Farben. Ich hätte gedacht, es wäre so ein bisschen so ausgebrannt, aber es ging irgendwie nicht anders. Ein bisschen dunkler hättest du belichten können. Vielleicht wäre er ein so Klick. Naja, ein Klick hätte er noch dunkler akzeptiert, weil er steht ja im Schatten. Mhm. Guck mal, wenn ich jetzt mal Folgendes mache, ich denk mal hier unten ab. Siehst du, dass er gar nicht dunkel ist? Er sieht nicht dunkel aus. Stimmt. Aber im Schatten darf er was? Worauf im Schatten darf er dunkel aussehen. Ach so, ja, da in jemand, der im dunkel Schatten ist. Steht, darf etwas dunkler aussehen als jemand, der im Licht steht. Mhm. Also du hättest es einfach ein bisschen dunkler haben können. Super toll. Das ist jetzt so ein Punkt, du siehst fantastisch aus, aber da fehlt mir die Karibik, außer dass es blau ist. Ja. Versteht? Also hättest du hier irgendwie einen Hydranten oder noch eine Palme reinhängen oder sowas, dann wäre das richtig toll gewesen, das jetzt einfach so, ja, so eine Holzmauer, die könnte man sich auch in Deutschland irgendwie so noch gerade blau streichen. Aber hier übrigens, Bildbeispiel, auch wieder par excellence, Negative Space. Am Anfang habe ich gesagt, du sollst nicht aus der Seite rausgucken, wo du stehst. Mhm. Jetzt sage ich dir, das ist Negative Space. Ich hätte es sogar vielleicht noch ein bisschen krasser gemacht. Also stell mir vor, du hättest es ungefähr so gemacht. Ja, sieht eigentlich cool aus auch. Dann wärst du ganz klein und würdest rausgucken. Und das wäre dann, also hier ist es mir noch zu ungewollt. Verstehst du, was ich meine? Also, Wenn du jetzt dann übertreiben, du meinst ja immer in die Extreme. In die Extreme gehen. Dann wirklich sagen, stell dich mal an die rechte Seite des Bildes, guck rechts raus und ich mache links viel mehr, als irgendwie nur sinnvoll wäre. Dann wirklich übertreiben. Mega. Mega tolles Bild, auch Farben, Formen, Kontraste. Richtig geil, auch mit dieser Lichtseite, Dunkelseite, Wolken, Belichtung, alles noch sichtbar. Ja, die Straßenmalerei ist echt ganz schön. Ja. Wieder diese schwarzen... Auch, dass sie so wie so ein Pärchen schlendern. Yeah. Das könnten wir ja so als Titelbild für euch nehmen. Und das Rot hier finde ich noch so schön. Ja. Ja, auf jeden Fall. Das seid ihr. Geile Farben, super tiefe Linien, schön gesehen. Und auch mal einfach nur ein klassisches Problem. Habt ihr ihn angesprochen oder einfach nur gemacht? Ja, ich habe ihn gefragt. Und? Du saß da eigentlich so cool mit dem Wasser und ich habe mir einfach gefragt, kann ich mal ein Bild von dir machen? Ja. Nee. Der Musik gehört immer da. Ist egal. Nee, egal. Sehr, sehr genial. Ja. Also, liebe Zuschauer, man erkennt, da hat jemand richtig, richtig fotografieren gelernt, und zwar ihr beide. Ich bin sehr stolz auf euch und ich würde sagen, das ist ja noch ein Bild. Ja, vergiss mal das letzte. Wow, das ist Hammer. Hier seht ihr übrigens eine Sache, die passiert dann auch bei den besten Kameras, das ist so dieses Abbrennen. Da war die Sonne irgendwo hier innen drin und ihr seht ganz genau, wo die Dynamik aufhört. Merkt ihr? Also es wird ja hier immer heller zur Sonne hin, immer heller zur Sonne hin und irgendwo hört halt die Kamera auf. Euer Handy hätte wahrscheinlich hier aufgehört. Merkt ihr? Ja. Also hättet ihr das Ganze noch ein bisschen dunkler belichtet, aber allein dieses Glitzern. Und da habt ihr wieder den Punkt, Gegenlicht ist was für Szenerien. Ja. Ich find's cool. Gegenlicht ist der Hammer, wenn es eine Szenerie gibt. Genauso wie dieses Seitenlicht von hier, was ja auch so ein bisschen gegen war, für Szenerien total gut geeignet. Für Menschen dann nur, wenn die Sonne tief steht und so wie du es gestern gemacht hast, wo du dann ein bisschen in die Sonne reingetänzelt bist, dann ist es auch wieder geil. Also ich könnte mal hier vielleicht noch ein bisschen tiefer auf den Boden gehen, weil du hast es wieder so aus der Hüfthöhe fotografiert.
Aber erst heute öfter. Ich habe ihn immer auf den Knien gesehen. Ich habe ihn immer auf den Knien gesehen. Okay, also gut. Dann würde ich sagen, haben wir die Bildbesprechung hinter uns und wir können zum neuen Thema des Tages kommen. Unser neues Thema steht an und ja, du hältst dich auch schon ein bisschen an der Reling fest, oder? Nee, halt dich ruhig fest, weil es ist wieder ein bisschen shaky hier. 2 Meter Wellen, ich halte mich an Rahel fest. Der Captain gesagt. Okay, du Reling und du an Rahel und ich auch an Reling. Folgender Punkt, ich habe mit euch ein Hauptthema und 2 Unterthemen. Das Unterthema Nummer 1 ist Fotobuch. Jetzt schreib nicht auf. So, also Fotobuch. Ich mach mal CW dazu, weil die uns ja unterstützen. Schreibe ich dazu. Dann Bildformate hast du jetzt sowieso schon Rahel gerade heute angenutzt sozusagen. Das kann man ja mal offiziell besprechen. Okay. Und dann ist das Hauptthema ist Makroshots. Makro, ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber heißt so viel wie nah dran. Und vor allem will ich ein Thema mit euch besprechen und das wirst du Instagram-mäßig sehr brauchen, das sind die Top-Shots. Mhm. Also das ist ein O bei mir. Mhm. Top-Shots sind Detailaufnahmen, sind Sachaufnahmen, die von genau oben fotografiert werden. Und damit kann man unfassbar geniale Geschichten erzählen. Das haben wir ja heute schon teilweise gemacht. Ja. Ja, bloß ich rede davon, dass ihr euch Geschichten zusammensucht. Mhm. Also, hättet ihr heute zum Beispiel einen alten Holzplanken nehmen können, hättet euch eine Rumflasche gekauft, hättet dort einen Bademantel oder eine Cola noch dazugelegt und hättet eine Rum und eine Cola und Holz fotografiert und hättet damit sozusagen eine Geschichte erzählt, dass sie in der Karibik sind. Das ist ja bei Instagram total oft, ne? Mit den Uhren und dem Whisky. Genau. Und das ist beim Essen sehr oft gefragt, das ist bei irgendwie anderen Produkten sehr oft gefragt, aber auch wenn das oftmals sehr werblich verwendet wird, L'Oreal und dergleichen machen das ja im Endeffekt mit einem Haarbürste, einem Shampoo, Badelatschen und einem Handtuch so ungefähr. Mhm. Dann hat man so irgendwie die Pflege nach dem Sport oder sowas. Oder Nivea macht es mit Männerbadelatschen, Rasiercreme, Handtuch und ein Rasier oder irgend sowas. Ne? Mhm. Man kann unfassbar geniale Geschichten erzählen. Und das will ich, dass ihr das morgen ein bisschen nebenher macht, dass ihr zum Beispiel bei den Essenszeiten euch vielleicht echt absichtlich 1-2 Sachen rauszieht. Ich guck mal, dass ich mit dem Manager vom Essen hier spreche, dass wir ein paar Sachen aus dem Restaurant mit rausnehmen dürfen. Aber ihr könnt zum Beispiel den Teller wirklich dekorieren, einen Kaffee machen und den fotografieren. Ihr könnt Topshots machen, wie zum Beispiel Frühstück auf der AIDA oder Abendessen am Strand. Und das will ich eigentlich, dass ihr auch das Restliche, den Urlaub, so ein bisschen fortführt. Mhm. Okay. Wenn ihr zum Beispiel Schnorchel-Equipment habt, hatten wir heute, hätten wir die beiden Flossen und eine Kamera und Schnorchel und Brille, ne? Und Schnorchel und Brille hinlegen können und hätten gesagt, hey, wir machen und Handtuch und wir machen ein Handtuch von der AIDA, weißt du, gelb-weiß. Rechts. Und wir hätten sofort gesagt, so, hey, ich war auf der AIDA, weil da ihr Handtuch, wir waren schnorcheln und wir haben Fotos davon gemacht. Ja. Also man kann unfassbar gute Sachen machen. Das Wichtige ist, dass du die Kamera wirklich von genau oben nimmst. Ja, das und ist dafür ganz so einfach. Ist das Display, und da würde ich dir einen kleinen Tipp geben, deswegen habe ich die Kamera rausgesucht. Ich würde umgedreht fotografieren. Also ich würde dann bei der Kamera so fotografieren, dass ich... Ich habe es immer nur von unten nach oben, aber so ist ja klar. Also dann musst du halt im schlimmsten Fall musst du nachher das Bild einfach drehen. Ja. Ist aber auch nicht so schlimm, aber du siehst halt hier perfekt, was du machst. Und dann musst du wirklich von oben runter fotografieren. Total super. Makroaufnahmen habt ihr sowieso schon die ganze Zeit gemacht. Makroaufnahmen fangen eigentlich erst ab einem Punkt an. Moment, nicht, dass sie runterfällt gleich. Makroaufnahmen fangen nach Definition erst ab einem Punkt ab von einem Abbildungsmaßstab von 1 zu 7. Das heißt, 7 cm in Wirklichkeit werden als 1 cm auf dem Bild dargestellt. Mhm. Okay. Das geht bis Vollmakro, wo 1 cm entspricht 1 cm sozusagen auf eurem Foto. Mhm. Dafür habt ihr aber keine Objektive für das hier. Das heißt, du hast schon gemerkt, wenn du ganz nah an Objektive, an Dinge rangehst, irgendwann kannst du was nicht mehr? Ja, scharf stellen. Dann fokussiert er nicht mehr. Ja. Und das ist genau der Punkt. Irgendwo ist die sogenannte Naheinstellgrenze. Und deswegen ist es dann vorteilhaft, eure Objektive, die Kit-Objektive sind da besser als das 25er. Die haben eine sehr niedrige Naheinstellgrenze, damit könnt ihr sehr nah an Dinge ran. Oftmals im höheren Zoom-Bereich. Mhm. Ja, also wenn ihr auf 60 mm ranzoomt, dann könnt ihr näher an die Dinge rangehen und könnt sie größer machen als im Weitwinkel. Okay.
diese Naheinstellgrenze, die ist bei jedem Objektiv unterschiedlich. Das heißt also nicht wundern, wenn ihr ein Objektiv wechselt und plötzlich könnt ihr nicht mehr so nah ran. Das kann passieren. Mhm, ja? Okay. Das Teleobjektiv, was du hast, das hat zum Beispiel eine sehr schlechte Naheinstellgrenze, weil das ist ja dafür gebaut, weit weg. Das geht nicht, ich hab's auch schon probiert. In die Ferne zu fokussieren. Ja. Versucht auch wirklich mal ganz krasse Details zu fotografieren. Du hast doch noch diesen Salitos-Cocktail fotografiert, im Gegenlicht, abends. Warum nimmst du dir nicht mal einen richtigen Cocktail und fotografierst nur den Zuckerrand? Mhm. Oder nur die Kirsche oben? Oder so ein Ohrring oder so. Ne? Genau, oder nur die Wassertröpfchen, die unten am Glas entlang perlen. Okay. Ihr müsst mal wirklich auch Dinge versuchen zu fotografieren, die man vielleicht mit einem Auge gar nicht wahrnehmen würde. Okay. Also, das ist sehr spannend, weil oftmals die Menschen einen Fehler machen in der Urlaubsfotografie oder generell in der Fotografie. Sie versuchen zu viel auf einem Bild drauf zu unterzubringen. Und ihr habt selber schon was gemerkt? Ja, es ist dann zu viel, überladen. Man findet dann nicht so die... Man braucht das Motiv. Das Motiv. Was ist der Inhalt? Genau. Und eigentlich kann man so nah... Also man kann so weit, wie man möchte, an etwas rangehen und das Motiv kann immer kleiner werden, stört keinen. Bloß wenn das Motiv immer größer wird, dann wird immer mehr in das Bild verfrachtet und dann lernt man nichts. Dann kann man ja mehrere Motive in einem Fotobuch auf einer Seite zusammenmachen. Perfekt. Ja. Oder auf einer Collage, so wie bei Instagram. Man muss also sich Folgendes mitnehmen. Ein Fehler, wenn ich meiner Oma eine Kamera gebe und sage, fotografier uns mal, dann geht die immer weiter zurück, weil die immer mehr draufkriegen möchte. Da ist der Tisch, der ist ja noch gedeckt, den muss man auch fotografieren. Und auch der Teppichboden, der ist ja neu gekauft, den muss man auch fotografieren. Und das Zimmer, das ist ja schön dekoriert, das muss man auch fotografieren. Und irgendwann ist von dem, was eigentlich fotografiert werden sollte, nichts mehr drauf. Das ist dieses Hauptproblem. Und deswegen ist genau in die andere Richtung gehen eigentlich die Lösung. Also, Aufgabe Nummer 1, ich nehme jetzt mal den Rotstift weg. Extrem nah. Zweite, sogenannte Top Shots, aber mit Story. Mhm. Also ihr müsst euch schon überlegen, was ihr macht. Ihr könnt auch mal einen Volleyball, ein Handtuch und die Turnschuhe daneben liegen oder nur einen davon, von der Seite. Oder also eine Sonnencreme und ein Handtuch würde auch schon ausreichen. Sonnenbrille, Handtuch, also da wird sehr viel ausreichen. Das macht Spaß. Probiert das einfach mal über den ganzen Tag, was zu finden. Eine Liege, die Liegen, die hier sind, ein Handtuch und ein Buch drauflegen. Genau. Es gibt ja hier die Bibliothek, da können wir sicher was rausholen und dann kann man da was drauflegen. Oder nur ein Handy mit einem MP3-Kopfhörer und noch... Ja, gibt's ja unendlich. Ich bin mal gespannt, was ihr machen werdet morgen. Da habe ich Lust zu. Essen ist ein ganz großes Thema, Kaffee, sonst was. Ich lade eure Karten mit ein bisschen auf, damit könnt ihr euch auch mal einen Cappuccino nachmittags holen. Wobei, ey, habt ihr echt noch Bock auf Essen? Also deswegen habe ich gerade so die Rahel angestupst. Also Essen ist ihr Job. Naja, das glaubt uns jetzt keiner, aber eher bei mir. Also Essen ist mein Job, aber so langsam komme ich an den Punkt, wo ich echt denke, boah, hier ist echt so viel Essen auf dem Schiff. Ja, ess doch mal nur Steak. Was ist denn auch falsch an Steak? Also, weiß ich jetzt auch nicht. Und dann wollte ich ja noch über zwei andere Dinge mit euch sprechen. CW Fotobuch, wie ist der Zwischenstand? Läuft alles soweit? Nee, mein Handy lädt die Fotos nicht mit dem Internet da rein. Also da wird ja oben angezeigt, die ganzen Fotos. Mhm. Lädt nicht. Ist Internet zu schwach? Ja, aber er hat's nicht. Bei mir klappt's. Bei dir klappt. Wir sind auch immer mal wieder dabei, also gar nicht so abends, wie du uns das eigentlich vorgeschlagen hast im Bett, sondern immer mal wieder. Dann sind wir irgendwie im Bus oder dann warten wir irgendwo oder dann hol ich mal hin. Ich bearbeite einfach so, ich kann ja dann später da rein. Okay, also bei dir klappt es nicht so gut, bei dir klappt es wunderbar. Kein Problem. Aber du hast trotzdem die Sachen im Hinterkopf und du hast die Sortierung da. Ja. Okay. Dann lass uns das Problem mit dem Upload mal erklären. Der Punkt ist, ich kann selber kaum Sachen hochladen hier, weil das irgendwie mit der Satellitenverbindung nach Rostock dann doch ein bisschen haperig ist. Aber druckfähige Bilddaten, vielleicht müssen wir auch irgendwie die Bilder ein bisschen kleiner machen. Das war, glaube ich, das Problem, dass die Kamerabilder in Originalgröße auf dem Handy waren. Ja. Das hat bei dir auch geklappt, also keine Ahnung. Gut, wir klären das. Achtet darauf, dass ihr nicht zu viel macht und dass ihr die Auswahl macht. Ja. Und achtet auch darauf, dass ihr jetzt schon Sachen dazu schreibt, vielleicht kleine Texte, die wir nachher dann verbessern können. Liebe Zuschauer, wir können ja jetzt an der Stelle einfach mal uns ein paar Seiten, jedenfalls von Arthur, die bisher schon fertig sind, reinziehen. Wir nehmen uns gleich sein Handy und kapern es und laden uns die Seiten runter, damit wir mal den aktuellen Stand an der Stelle auch mal einblenden können, nach der Folge natürlich. Und ansonsten wollte ich ja sprechen mit euch über Bildformate. Guckt mal hier, das hast du ja schon im Menü gefunden. Also,
Wenn ich ins Menü gehe, habe ich den Bildstil, der ist ja gerade bei dir auf Vivid. Ich stelle ihn mal wieder um auf natürlich, weil das ist ein bisschen angenehmer meiner Meinung nach. Und dann gibt es das Bildverhältnis. Und da habe ich jetzt verschiedene Bildverhältnisse zur Auswahl. Und das ist auch sehr interessant, weil die Topshots wirst du morgen wahrscheinlich allesamt in 1:1 im Quadrat, in Quadrat machen, weil das ist einfach das ultimative ja. Topshot-Format. Du hast jetzt einiges in 16:9 fotografiert. Das ist ja so eine Art Filmformat. Mhm. Und es wirkt schon, wie du gemerkt hast, super, ich sag immer cinematisch. Also cinematisch heißt so viel wie, es gibt so eine Szene, es hat so eine Story. Bedeutet, immer dann, wenn ihr vielleicht etwas, was so ein bisschen so eine Geschichte erzählen soll, entspricht, was so einen filmischen Hintergrund hat, dann würde ich 16:9 nehmen. Das letzte Bild mit Schwarz-Weiß, das Arthur gemacht hat von der AIDA, das wäre, glaube ich, zum Beispiel ein ja, cinematisches Mega gewesen. Das wäre so ein Film-Noir-Look ja. gewesen. Das wäre 100% toll gewesen, 16:9. Interessant ist übrigens die Tatsache, was die Bildformate für Wirkungen haben. Und jetzt haltet euch fest. 16:9 wird bei euren Omas und Opas keinen cinematischen Effekt hervorrufen, weil Kino war bei denen 4:3. Mhm. Damals war der Fernseher fast quadratisch, stimmt, die ersten Fernseher stimmt. waren sogar quadratisch. Das gibt's ja auch noch. Und die hat eine ganz andere Assoziation mit Kino. Bedeutet, wenn ihr da 16:9 macht, dann ist es für die so ein neumodischer Scheiß. Das ist kein Witz. Ihr müsst unterscheiden, wie Leute mit Bildformaten umgehen. Mein Vater hat zum Beispiel lange mit analog fotografiert. Das ist 3:2, also das wäre dieses Format hier. Das ist das klassische Filmformat. Mhm. Das machen auch die meisten Profifotografen. Aber er hat dann jahrelang mit so einer Digital-Kompaktknipse fotografiert, seitdem die 1993, 94 von irgendwie auf den Markt kam. Und der hat sich schon fast an dieses 4:3 gewöhnt und hat schon wieder mit dem 3:2 wieder andere Probleme. Ihr merkt also, das ist total interessant, wer welche Assoziation mit welchem Format hat. Alles solltet ihr auch nicht nachträglich machen, sondern eigentlich bei der Aufnahme entscheiden, weil was viele Fotografen auch denken ist, man macht einfach das Größte, das wäre 4:3 und dann schneidet man sich doch nachher das raus, was man möchte. Mhm. Aber ihr habt ja selber gesehen, irgendwo ist dieses Aufschneiden immer mit Qualitätsverlusten verbunden. Mhm. Und vor allem, wir wollten ihr ein Bild konzipieren. Macht man ja mit Rechts-Links-Rahmen. Wenn ihr gar nicht wisst, wo die Enden sind. Ja. Ich habe euch gestern und die ganzen Tage davor was beigebracht? Überlegt, wie ihr ein Foto aufbaut. Setzt Ränder. Versucht Vordergrund zu bauen, versucht eine Tiefe zu bauen, dann kann man doch nicht einfach so fotografieren, dass man sagt, ja, nachher gucke ich mir mal an, was ich draus mache. Und versteht ihr, was Knipsen und im Endeffekt Fotografieren der Unterschied ist? Ja. Knipsen heißt Entscheidungen treffen. Die sind auch manchmal falsch. Mhm. Manchmal drückt man nicht auf den Auslöser, entstehen keine Fotos. Manchmal hat man ISO 2500, 5 Millionen drin, dann entstehen halt verrauschte Bilder. Das bringt keinen um. Fotografie ist nichts, was jemanden tötet. Aber ihr müsst es trotzdem entscheiden. Mhm. Versucht, die Entscheidung zu treffen und versucht euch auf ein Format bei der Aufnahme festzulegen und zieht es dann durch. Und wenn ihr sagt, ich mache 1:1, dann konzipiert ihr das Bild auf 1:1 und dann kommt auch nicht ein 16:9 oder ein 3:2 heraus. Das wäre jetzt mein Wort zum Sonntag. Okay. Alles klar. Ich schicke euch jetzt auf die Reise. Es ist abends spät. Das Team hat auch mal verdient, dass wir jetzt Pause machen. Wir müssen auch wieder ins Steakhouse, also in den California Grill auf der Ida Mar. Ich muss sagen, ey, die Steaks sind echt nicht ohne. Ansonsten wünsche ich euch morgen einen ganz, ganz, ganz schönen Ruhetag auf der Ida Mar. Euch auch. Wir sehen uns übermorgen wieder in der Dominikanischen Republik, wenn es dann nochmal zum Strand geht. Und ich habe euch eine Sportaktivität gebucht. Stand-Up-Paddling mit Schnorcheln und Strandurlaub. Das heißt, wenn du keinen Bock auf Stand-Up-Paddling hast, dann musst du ihn fotografieren beim Stand-Up-Paddling. Ich wollte aber auf den Strand. Ja, haben wir heute noch drüber geredet, wir wollen an den Strand. Ja, das ist auch unser letzter Strand, bevor es dann sozusagen wupp nach Mittelamerika geht. Aber ich will nicht zu viel quatschen. Ihr könnt euch ja noch mal ein bisschen sein Fotobuch angucken, die jetzigen Seiten. Und dann verabschieden wir uns mit ein paar schönen Szenen vom Auslaufen in die Nacht hinein und sagen Tschüss. Und wisst ihr, wie man sich auf der AIDA verabschiedet? Das ist sehr kitschig. Darf man gar nicht sagen. AIDA sehen. AIDA sehen. Oh mein Gott.
weiterer Seetag steht an, voller Makro- und Detailaufnahmen. Ergebnisse gibt es in der nächsten Folge, genau wie das neue Thema, in dem es darum geht, wichtige, spontane Momente wirklich einfangen zu können. Ich hoffe, diese Folge des Crashkurses Das perfekte Urlaubsfoto hat richtig gefallen. Wenn dem so war, lasst doch einfach einen Daumen hoch beim Video, empfehlt die gesamte Strecke weiter an Freunde und Verwandte, die vielleicht demnächst in Urlaub fahren, oder abonniert einfach unseren Kanal mit ganz vielen anderen Videos rund um Fotografie. Und wer jetzt so richtig angefixt ist und mehr fotografieren will, der kann ja auch mal einen Blick auf unsere Einsteigerstrecke zum Thema Porträtfotografie werfen. Das ist unser eigentliches Thema, wo wir seit Jahren zu Hause sind, und wir haben uns sehr viel Mühe gemacht, einen Ratgeber, ein Tutorial von 0 auf 100 zu machen für Porträtfotografie. Damit würde ich sagen, verabschiede ich mich hier. Ich danke fürs Zuschauen, wünsche ganz viel Spaß im Urlaub. Richtig tolle Fotos, die vielleicht wir ein bisschen besser gemacht haben durch diese Folge. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge vom Crashkurs Das perfekte Urlaubsfoto.